Hallo und willkommen zu 9 Years of Shadows, einem Metroidvania, das gestern rausgekommen ist. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht viel quatschen. Im Prinzip ist es halt ein klassisches Castlevania, allerdings ein bisschen mit einem Twist, weil irgendwie verwandelt sich der Charakter so in der Sailor Moon-Transformation in dann die verschiedenen Elemente und kann dann die verschiedenen Fähigkeiten lernen. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, dann dürft ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen. Wir drücken jetzt auf jeden Fall mal auf Start. Das gesamte Spiel ist leider momentan nur auf Englisch und Spanisch verfügbar. Ich werde aber mein Bestes tun, das alles on the run zu übersetzen. So, aber für die Cutscene bin ich trotzdem weg. Vor 9 Jahren hat ein Fluch das Land heimgesucht. Die Farbe verschwand aus der Welt und ließ nur noch Trauer in ihr zurück. Keiner, der noch lebt, weiß, wie es passiert ist. Aber der Fluch breitet sich weiter aus. Einige konnten ihm widerstehen. Andere wurden von ihm verschlungen. Der Fluch hat mir alles genommen. Wenn ich Glück gehabt hätte, hätte ich das Schicksal meiner Eltern geteilt. Aber mein Körper hat sich geweigert zu sterben. Also lungere ich weiter in dieser verdammten Welt herum. Und sehe zu, wie der Fluch jeden Tag stärker und stärker wird. Ist schon mal ganz schön dark. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich mag es auch, dass alles schwarz-weiß ist. Also der Bildschirm ist nicht kaputt, es ist tatsächlich schwarz-weiß. Ich habe mich mit meinem Leben dazu verpflichtet, diesem Albtraum ein Ende zu setzen. Und zwar bis heute. Ohne Erfolg. Die Gerüchte besagen, es hat alles in diesem Schloss angefangen. Und dass niemand, der es betritt, jemals wieder zurückkehrt. Nach 9 Jahren bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, selbst wenn es mich mein Leben kosten sollte. Schließlich habe ich bereits alles verloren. I like it. Und damit sind wir im Game. Ja, ganz klassisch, 2D-Sidescroller. Wir laufen rum, was mir schon mal sehr gut gefällt. Wir bleiben nicht stehen, um zu schlagen, sondern wir können wirklich laufen und die ganze Zeit angreifen. Das ist schon mal sehr nice. Was mir nicht wiederum so gefällt, es ist ein bisschen wie bei Castlevania Symphony of the Night. Wenn ich ausweichen will, geht das nur exklusiv nach hinten. Das heißt, ich muss mich umdrehen und dann in die andere Richtung dodgen. Das ist ein bisschen, ja, halt für mich ungewohnt. Ob das jetzt schlecht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir kriegen jetzt halt erstmal die ganzen Basics entgegengeworfen. Ja, hier, ich kann X drücken, um zu schlagen. Was ich wiederum ganz cool finde, ist, wenn du Start drückst, hast du die Karte, ganz, ganz klassisch. Wir sehen auch schon, ich habe irgendwas im ersten Raum direkt übersehen. Links hätte es noch weitergehen können, da war eine Tür. Aber oben, ne, da oben, ich kann jetzt keine Maus, ich kann es euch nicht zeigen. Warte mal, ich kann ja, oh, ganz langsam reinzoomen. Ganz langsam. Da oben sieht man, da ist noch eine Tür. Und da links ist auch noch eine Tür und da unten ist eine Tür. Also ganz viele Sachen, die wir noch machen können. Was mir aber gefallen hat beim gerade kurz reinspielen, es gibt ein Bestiarium, wo man sich alles durchlesen kann, wenn man das möchte. Was ich nicht tun werde, weil dafür ist es dann doch ein bisschen viel wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich hoffe, es erzählt einfach eine schöne Geschichte und ich muss nicht wie in jedem zweit- und dritt- und viertklassigen Souls-like wieder erraten, worum es in der Story geht. Bin ich nicht so der Fan von. Das sieht nach einem wichtigen Objekt aus. Wir drücken mal nach oben. Eine Herkunft, Zweck. Host der antiken Zivilisationen. Bearer. Hier der Bürdenträger der großen Schreine. Dessen mächtige Stämme verschwunden sind. Amphibis, Pethico und Capra. Bewahre, bewahre. Du bist das Schloss. Du bist die Festung. Nach dem Ende der Uralten kamen die Nationen.
Oh, was heißt denn Genesis? Uff. Jetzt hätte ich natürlich mein Handy vorbereiten sollen. Naja. The second Genesis, the new burdens. Also die zweite Generation sozusagen. Und die neuen Bürden, die man tragen muss. Auf meinem Rücken. I bore home and sanctuary from time beyond memory to the day of darkness. Also ich habe quasi Heim und Zuflucht getragen. In Erinnerung daran mit dem Tag der Dunkelheit. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu übersetzen. Deswegen lege ich mir tatsächlich mal mein Handy bereit. Für den Fall, dass ich es benötigen sollte. Mit so schwierigen Worten wie Genesis. Wie auch ja aus, hier. Dark Crystals can only be destroyed with light. Okay, ich brauche also Licht, um die Kristalle hier zu zerstören. Genesis kennt man ja auch hier aus. Oh, cracked walls can be destroyed with repeated attacks. Okay, ich habe nicht gesehen, dass da ein Crack drin war, aber... Gut, wenn es funktioniert. Oh nein, eine Sequenz. Kann ich ja mal dick aufmachen? Was ist das? Okay. Das ist aber nicht der erste Boss, ne? Okay. Okay, bye. Nope, 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 nope. Dickes Nope, dickes Nope, 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 nope. Ha! Oh. Ah, jetzt sehe ich die Griffe. Mach's auf! Spring nach unten, da bist du sicher. Vielleicht, maybe. Eine Tür. Oh, da lurkt etwas. Oh mein Gott. Okay, bist du schon ready zu fighten? Man kann ihm Schaden machen. Das ist mein erster richtiger Gegner, das wäre cool. Ein Bossfight. Ich habe noch keine HP, ne? Außer die werden nicht angezeigt, aber das zweifle ich ja dann doch irgendwie stark an. Oh Gott. Ich habe zwar einen Heavy Attack, aber den kann ich in der Luft nicht benutzen. Immer schön auf den Kopf. Gut, schwer ist der jetzt nicht. Ich treffe aber auch den Kopf noch einmal. Hätte ich das lieber unterbrechen sollen? Ist das ein scripted death oder habe ich verloren? Also da ist das Ladezeichen, das sieht man jetzt nicht so gut, weil da mein Arsch davor ist. Aber, naja. Europa. Es hat sich so schnell selbst beendet. All die Jahre des Trainings und sie waren nichts wert. Warum habe ich geglaubt, ich könnte einen Unterschied machen? Ach, ich kann nicht atmen. Ein Teddybär! Ach, bist du cute! Miau! Zwie! Bleib weg von mir! Zwie? Ich warne dich! Zwie! Ja, gib mir Kraft! Gib mir Leben! Gib mir deine Existenz! Huh. Oh, ich mag die Artworks! Guck doch mal, wie geil die Artworks aussehen! Look at this! Europa sieht so cool aus! Ich fühle mich... besser? Wie? Halte R2! Oh, hat mich geschmust! Meine Wunden sind geheilt. Und die Farbe ist zurückgekehrt? Wer bist du? Zwie? Apino? Was für ein seltsamer Name für einen kleinen Geist? Zwie, wie, 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 wie. Oh nein, es ist ein schöner Name. Ja, nur ein bisschen, ungewohnt. Hm. Mein Name ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich bin Europa. Zwie, wie der Kontinent? Ja. Naja, nicht mehr. Noble Titel sind ein Ding der Vergangenheit. Ich bin jetzt einfach nur noch Europa. Europa. Ich nenne sie Europa, das klingt cooler. Es wäre mir eine Ehre. Ich wünschte, ich könnte verstehen, was der Bär sagt. Außerdem sieht es mir... Es scheint es mir, dass ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Wie? Gut, dann wäre das ausgemacht. Du hilfst mir, hier rauszukommen und ich begleite dich. Und leiste dir Gesellschaft. Ah, oh, da war laut. Lullaby, ein Schlaflied. Apino gibt Europa einen Schild. Jedes Mal, wenn sie beschädigt hier Schaden kriegt, dann kriegt sie ein... Da wird eine Portion von Licht konsumiert. Okay.
Wenn die Lichtleiste komplett leer ist, dann halte R2, um Apino zu umarmen und ein bisschen davon wiederherzustellen. Ach, ist das süß. Okay, wir sind aber gerade total Gucci. Da ist eine gelbe Klaue, mit der ich nichts machen kann. Und das sieht ja mal ultra nice aus. Das ist das Menü. Das Menü ist jetzt auch farbig. I love it. Kann ich jetzt hier die... Ah, oh, cool. Jetzt sind die Gegner hier auch dabei. Die Soundeffekte waren vorher auch nicht da. Ach, guck mal, wie geil das Artwork ist. Jetzt guck doch mal einer hin. Guck doch mal. Okay. Hier haben wir eine Erklärung der verschiedenen Fähigkeiten. Defensive Backslash. Blast of... Ich kann... Ah, das braucht aber meine Leiste. Okay. Mit dem rechten Stick kann ich zielen. Und dann muss ich hier... Ah! Aber das verbraucht meine Leiste. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das so gut finde. Komme ich hier rein? Nee, ich glaube, ich soll erstmal dem Spiel folgen. Wir folgen jetzt mal ganz, ganz chillig dem Spiel. Gucken mal, was das alles zu bieten hat. Carlos Entrance. Ich hoffe mal, dass wir eine... Oh, wir haben Schadenszahlen. Dass wir noch in der ersten Folge... Au. Damaging enemies slowly regenerate the light bar. Okay. Also wenn ich Gegnern Schaden mache, dann fülle ich damit meine Leichtleiste wieder auf. Aber nur, wenn sie nicht schon komplett leer war. Beep, beep, beep. Aber die respawn auch infinite scheinbar. Was natürlich auch ein bisschen sehr frühes Castlevania ist. Oder? Respawn die unendlich? Ja doch, scheint so, ne? Meine Lichtleiste ist auf jeden Fall jetzt voll. Wir gehen jetzt weiter. Ich muss nicht alles töten, weil es wahrscheinlich gar nicht geht. Ach, wir sind wieder am Anfang der Map, ne? Ah, wir sind einmal im Kreis gegangen. Und jetzt kann ich hier unten rein. Ah, I see. Was ist denn das? Ein Piano. Das ist ja geil, dass sie das speichert. Dass sie mit dem Piano speichert, ist eine coole Idee. Mag ich gerne. Kann ich da noch was machen oder ist das wirklich nur zum Speichern da? Genau, Pino hüpft mal in dein kleines Nest und der schläft da oben. Och, ist das süß! Warum sind Spiele immer so süß? Hier geht's, weißt du, hier geht's nur rein um Dunkelheit und den Tod und alles ist am... übelst am Abnippeln. Aber Hauptsache, alles ist ultra süß. Kann ich einen Marker setzen? Nein. Also muss ich mir merken, dass man da rein kann. Mit meinem großen Gehirn. Bestiarium abgedatet. Schön, schön, schön. Ich erschieße einfach alles. Alles, was fliegt, wird zerballert. Weil damit möchte ich mich auch gar nicht anlegen. Wenn ich Vasen zerschlage, kriege ich keine Lichtenergie. Das ist ein bisschen schade. Das klingt auch alles, die Musik klingt ein bisschen wie so ein Schlaflied auch, wie so ein Lullaby. Unten drücken und X drücken, um Crouch Attack zu machen. Okay. Okay, okay. Ich glaube, ich gehe erstmal... Was hat die Karte? Nee, ich gehe erstmal hier rein. Bevor ich nach oben gehe... Okay, ich mag das immer nicht, wenn die Musik spontan ausgeht. Dann habe ich immer ein bisschen Sorge, dass irgendwas... Oh Gott, er hat einen Blaster. Um die Lichtleiste zu regenerieren, benutze die Lullaby oder besiege Gegner. Ja, ich schlage einfach Gegner tot. Wir gehen mal hier nach links. Was ist denn das? Okay, das ist auf jeden Fall eine Mobility-Fähigkeit für später. Beziehungsweise eine Fläche, wo man eine Mobility-Fähigkeit benutzen kann. Das ist ja... Also es spielt sich sehr flüssig. Das muss man einfach sagen. Es spielt sich extrem flüssig. Es fühlt sich sehr gut an. Es ist nicht irgendwie... Dass sie jetzt... irgendwie verzögert springt oder so. Oder sich irgendwas schlecht anfühlt. Es fühlt sich sehr, sehr crisp an. Und das respektiere ich, weil ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass... Press Y at the end of the combo to do extra damage. Okay. Ach, wow. Ich schlag den einfach so. Ich habe immer so ein bisschen das Problem und die Angst, dass in manchen Metroidvanias die Steuerung halt, naja, auf gut Deutsch übel sackt. Und dann, naja, macht es keinen Spaß. Ich bin tatsächlich bis jetzt nicht auf so viele Metroidvanias gestoßen, wo das der Fall ist. Aber ich hatte schon ein paar. Boah, machen die Schaden. So, wie mache ich jetzt dem Schaden? Der kann sich ja nicht umdrehen, ne? Ach, der hat hinten aber eine Arschguard. Okay. Oh Gott. Arschguard. Wie Asgard nur. Mit Arsch. Okay. Da dash ich jetzt mal rückwärts durch. Kann doch bestimmt nach unten hopsen. Genau wie in jedem anderen Metroidvania auch. Alles ganz klassisch, ganz vanille. Das kommt wieder zurück, ne? Alles ganz vanille. Ducken, ducken, ducken. Oh, der kann kicken. Oh Gott. Stirb doch mal.
Kombo, Kombo, Kombo. Und wir haben ihn down. Jawohl. Wir können ja mal spaßeshalber mal so ein bisschen ins Bestiarium reingucken. Wir haben hier die Dulos Watcher. Ehemals stolze Verteidiger von Talos sind diese loyalen Vasallen nun damit beauftragt, diejenigen zu jagen, die sie ehemals beschützt haben. Die sind halt dafür da, diese brutalen Varianten von diesen Watchern sind dafür da, um Passanten zu zerschreddern und zerfleischen. Hallo, Trötemann. Bist du Victor? Ha, bring mich nicht um. Beruhige dich, ich werde dir nicht wehtun. Was tust du überhaupt hier? Um ganz ehrlich zu sein, ich verstecke mich. Ja, ich verstecke mich auch immer mit einer Trompete und dann mache ich um mich vor meinen Feinden zu verstecken, damit die mich nicht bemerken. Ich schwöre, ich bin Hintergrundmusik. Ich bin Teil eines Orchesters. Wir sind hierher gekommen, um ein Konzert zu veranstalten. Im bösen Tower of Darkness? Ein Konzert? Ist jetzt wirklich die richtige Zeit dafür? Ja, danke Europa, du hast absolut recht. Ich kann ehrlich gesagt nicht, kann mir nicht vorstellen, dass es eine bessere Zeit gäbe als jetzt. Und wo sind die anderen? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Als die Farbe zurückkam, sind wir alle rausgegangen und haben die Sicht bewundert. Wie? Ich verstehe. Naja, danke, dass du mich gefunden hast. Ich habe eigentlich nur versucht, zurück zum Theater zu kommen, aber dann hat mich eine Wache angegriffen und das ohne Grund. Weißt du was? Du scheinst ziemlich tough zu sein und vor allem viel mutiger als ich. Wenn du dich um die Wache kümmerst, dann werde ich dich ausreichend belohnen. Das finde ich schon mal gut. Er hat einen riesigen Hammer. Du kannst ihn nicht übersehen. Piep. Ist schon okay, Apino. Wir sollten ihm helfen. Wenn ich fertig damit bin und die Wache besiegt habe, dann werde ich dich im Theater aufsuchen, okay? Mr. Winton. Es war mir eine Ehre, euch treffen zu dürfen, Winton. Mein Name ist Europa. Die Ehre ist ganz meinerseits, Europa. Ach, schön. The path to bravery. Quest accepted. Also ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich das alles übersetze. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das lieber selber lesen wollt oder nicht. Aber wahrscheinlich werde ich das eh alles im... Das scheint auch wieder eine Metroidvania-Fähigkeit zu sein. Vielleicht für irgendeine Rüstung. Ich habe ja den Trailer schon gesehen. Ich habe es ja auch schon mal kurz vorgestellt im Short. Moment, ich habe schon wieder ADHS. Ihr dürft auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so passt. Oder ob ihr es lieber anders haben wollt. Aber da ich ja eh immer im Akkord vorher aufnehme, wird es dann schwierig sein, dass in der nächsten Folge direkt... zu berücksichtigen, sag ich mal. Okay, was ist das? Das wird angeschossen, aber da komme ich nicht rein. Ne? Ich kann mich da nicht reinhängen. Ich habe ja auch keinen Morphball oder so. Oh, ein Euro! Hup. Das ist schon cool. Ah, nee, du bist aber kein Typ mit einem Hammer. So, Abstand. Abstand. Nice. Hat genau gereicht, die Range. Das ist cool. Huh! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Und wie wir das mit dem Bestiario machen, das dürft ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht zeige ich ja einfach jeden Eintrag mal und ihr könnt euch den selber durchlesen, ganz kurz dann. Müsst ihr halt das Video dann pausieren. Aber ich möchte ehrlich gesagt jetzt nicht alle lesen, weil meistens stehen da eh nicht so die super nützlichen Infos drin. Das ist meistens nur so ein bisschen Lore. So ein bisschen Lore. Das war ein Bestiariums-Update, okay. Und ja... Ist halt ein bisschen... bisschen Spielerei, ne? Und das. Flashing Red Corruption ist durchaus delightbar. Ah, okay, das heilt mich. Die rote Korruption. Ups. Hup. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Weg gehe, ob ich den falschen Weg gehe. Das sieht gefährlich aus. Ich gehe da lang. Baller. Kurz warten, bis die Laser weg sind. Und jetzt runter! Aha! Ein Secret. Nee, kein Secret. Da muss ich sogar lang. Oh Gott, no, 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 nee. Der Dumage, Alter. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich meine Leiste nicht wieder aufbauen. Das heißt, ich muss jetzt den Teddy umarmen. Der füllt mich dann wieder ein bisschen auf. Okay. Und den kann man nur mit den Projektilen zerstören, weil die so eine dunkle Aura haben. Muss man den mit Projektilen anschießen. Du hast auch keinen Hammer dabei. Was haben wir hier? Guck doch mal auch, wie der Hintergrund aussieht mit der Flagge da hinten. Relic discovered.
Das Tagebuch des Kartografen. Drücke Select, um den Status-Screen aufzurufen. Ich drücke. Ich drückte, aber es passierte nichts. Ist auch keine Fähigkeit hier. Ich drück doch! Dann drücke ich halt Start. Hier ist es aber nicht dabei. Oder hat er mir jetzt... Ach, der hat mir jetzt die Karte. Ach, das war die Karte, natürlich. Tagebuch des Kartografen. Ja, das macht absolut Sinn. Jetzt haben wir die Karte freigeschalten. Okay, gut. Über uns war rechts noch ein Raum, in den wir nicht reinkommen, weil wir dafür nicht die entsprechende Fähigkeit haben. Über uns direkt ist aber noch ein Raum. Vielleicht kommen wir da ja rein. Der hat auch eine Farbe. Peng. Aber es scheint so, als müsste ich da auch eine Fähigkeit für besitzen, die ich noch nicht habe. So, nicht meine Leiste leer machen. Oh Gott! Schön langsam die Lichtleiste wieder auffüllen! Sehr gut, das Ding ist tot. Das Ding schieße ich an. Das kann ich noch nicht benutzen. Da brauche ich wahrscheinlich auch irgendwas für. So wie für alle. Ach, guck mal, da oben. Ah, ich kann auch nach oben schlagen. Das ist gut zu wissen. Da brauche ich wahrscheinlich die Terminals hierfür. Spontan hätte ich jetzt gesagt, dafür brauche ich, oh Gott. Hier Erde. Ah, nein! Ah, wenn man Gegner besiegt, füllt sich die Leiste trotzdem wieder auf. Das ist gut zu wissen, auch wenn sie leer war. Aber nicht on hit, sondern dann nur, wenn man was killt. Das füllt mich wieder auf. Die brauche ich für den da. Das ist ja insgesamt sehr, sehr flüssiges Kampfsystem und sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir echt gut. Gefällt mir echt gut. Ich hatte kurz die Befürchtung, es wird wieder so eine Enttäuschung wie das letzte Souls-Yikes. Hier mit Bleak Faith, was ja nicht so wirklich meinen Hoffnungen entsprach. Noch ein Relic, was ist das jetzt? Wirbelwindstreich. Wirbelwindschlag. X gedrückt halten, um aufzuladen und dich zu drehen. Kannst du auf dem Boden und in der Luft machen. Also jetzt hier. Okay. Oh, damit kann man ein bisschen höher springen. Damit kann man ein bisschen höher springen. Das ist gut zu wissen. Damit kann man vielleicht den ein oder anderen Weg freischalten. Nein, wo gehe ich jetzt lang? Nach links, okay. Halt, da liegt doch was. Wupp. Aber nein, Years of Shadow. Nee, nein, Years of Shadows. Nein, Year of Shadows. Ach, halt irgendwelche Plurale hier irgendwo einfügen. Ich kann hier nichts machen. Ist alles erst später relevant. Wofür wir das Geld brauchen, wissen wir auch jetzt noch nicht. Ich kann schwimmen, aber nicht tauchen. Das ist gut zu wissen. Bisschen was vorangesprungen. Kennen wir ja schon aus dem Trailer. Zum Beispiel, dass es halt, wie gesagt, verschiedene Rüstungen gibt. Ich hatte wirklich gehofft, wir finden hier vielleicht was heute. Komm her! Hallo, Joe! Geh weg! Geil! Leiste komplett aufgefüllt, ist natürlich auch geil. Au. Oh mein Gott, der Schaden. Das heißt, wenn ich getroffen werde, wenn ich keine Lichtleiste mehr habe, dann gehen meine kleinen roten Bobbles da oben links weg. Und wenn die leer sind, werde ich wahrscheinlich sterben. Und ich glaube nicht, dass ich sterben möchte. Okay, oben rechts ist einfach nur ein leerer Raum. Da gehen wir als nächstes hin. Nur ganz mal kurz gucken. Ich versuche hier schon so schnell wie möglich zu spielen, damit wir die Transformationssequenz in der ersten Folge sehen. Das wäre doch geil! Aber da müssen wir vielleicht, naja. Vielleicht haben wir da einfach Pech. Ach, das ist ein Speicherraum. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich ein Träumchen. Blim, 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 blim. Alle meine Entchen. Schwimmen durch die Dunkelheit. Oh oh. Bossfight Time? Ah! Oh! Das ist nicht, was ich gesucht habe. Aber ich mag den Grafikstil sehr. Sehr retro und gleichzeitig modern. Hat ein Schild, okay. Dann muss ich hinter ihn kommen, quasi. Oh! Die Leiste komplett geleert direkt. Ne, das hat nicht funktioniert. Gut, dass da ein Speicherpunkt war. Ich bin sofort verreckt. Die Haare. Continue. Fange ich jetzt in dem Raum an oder fange ich beim Bossfight an? Im Raum, yikes.
Das heißt, wenn du mal einen Bossfight hast, der nicht direkt im richtigen Raum ist, dann gnade dir Gott. Muss ich jetzt den aufgeladenen Schlag benutzen? Also diesen Wirbelwindschlag, ist es das vielleicht? Mal gucken. Irgendwie muss ich dieses Schild umgehen können. Diesen Schild umgehen können. Nope. Drüber springen kann ich auch nicht. Achso, vielleicht so. Ah! Weiche! Weiche! Weiche, Dämon! Weicher Dämon! Ah, ich hätte einfach noch hindashen sollen. Shit. Okay. Ich kann mich im Prinzip nur zweimal hitten lassen. Beim dritten Schlag bin ich tot. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Alles gut. Nice. Interessanter erster Boss, weil ich würde jetzt nicht sagen, der ist top-notch, aber der war auf jeden Fall ganz gut. Der klassische... Ich schwinge meine Waffe, weil ich stylisch bin, Move. Oh mein Gott, ist es soweit? Oh mein Gott, ist es soweit? Ich bin so aufgeregt. Du hast die Gnade von Zeus erhalten. So eine schöne Rüstung. Deine Angriffe machen nun elektrischen Schaden oder Elektroschaden. Und du kannst diese gelben Switches benutzen. Yay! Ah, und diese gelben oder grünen Outlines vom Gegner, das ist die Schwäche von denen. Wenn wir die entsprechende Farbe benutzen auf dem Gegner, dann machen wir den richtigen Schaden und machen dann mehr Schaden. Keine Transformationssequenz? Oh, da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das ist jetzt wirklich wie ein Sailor Moon, dass die sich dann so verwandeln, weil so war es ja im Trailer. Oh, okay. Ich kann jetzt aber dein Schild brechen. Tutorial Fight, Tutorial Fight! Get clonked on, Alter. Bam, bam, bam. Oh Gott. Zack, zack, zack. Der hält aber ein bisschen mehr aus, ne? Aber nicht genug. Wir sind stärker. Kann ich das jetzt eigentlich auch irgendwie wechseln? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. Dann würde ich sagen, das ist doch eine gute erste Folge. Haben wir schön was gemacht, haben schön was erreicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vergesst nicht auf Liken und Abo zu drücken, falls ihr noch nicht abonniert seid. Denn ich spiele hier tonnenweise an Metroidvania, Souls-Likes, JRPGs und alles, was Indie ist. Und über ein Like und ein Abo würde ich mich halt sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!